Schwarz. Alle guten Videos beginnen mit Schwarz. Und Musik. Epischer Musik. Lange und imposante Logos. Make-O-Rama. Just print everything. Ob die mir wohl ein neues Auto drucken können? 3D Fuel. Fuel your creativity. Echt Killer, der Slogan. iClip. Der Geldbeutel für echte Maker. Ein Titan-Extruder. Vermutlich ein China-Klon. Ein Touch-Display. Ziemlich klein, wie ich finde. Aber immerhin mehrfarbig. Ein Arm. Nein, zwei Arme. Drei Arme. Ein Delta-Drucker. FL-Sun. Komischer Name für eine Firma. Und so eine verrückte Hummel als Logo. Hoffentlich druckt er besser, als das Logo aussieht. Eine Überblendung. Gute, ihr lieben Maker. Wer hat das gesagt? Hab ich das wirklich laut gesagt? Ja, hast du. Kannst du mich bitte mein Video fertig drehen lassen? Okay, ich hau dann mal ab. Tschüss. Danke. Tschüss. Gute, ihr lieben Maker, nein. Da ist er endlich aufgebaut. Und auch getestet. Ja, ich habe ihn lange unter meinem Schreibtisch bzw. hier unter der Werkbank stehen lassen, mehrere Wochen. Und habe einfach keine Zeit dazu gefunden, den aufzubauen. Dann hatten wir im Stream endlich aufgebaut und dann hat er die ganze Woche gedruckt. Ich habe also die ganze Woche so kleinere Testdrucke gemacht mit ihm und bin echt zufrieden, muss ich sagen. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich würde ihn mir jederzeit wieder kaufen. Nein, nicht abschalten, das war es noch nicht. Es kommt noch ein bisschen was. Erstmal dazu, wie kommt er dann geliefert? Geliefert kommt er fast zerlegt, teilzerlegt. Er kommt nicht ganz so weit zusammengebaut wie jetzt ein Ender 3 oder wie ein Ender 4, Ender 5. Man muss ihn schon ein bisschen zusammenschrauben. Hier oben der Kasten kommt geliefert, komplett montiert. Hier kommt noch die Filamentspule, die kommt komplett zerlegt. Hier unten das Heizbett und die Aufnahme hier unten kommt in einem Stück und die einzelnen Achsen kommen komplett. Und dann muss man halt den Druckkorb anmontieren, muss hier die Arme festmontieren, muss das alles ein bisschen ausrichten. Hier habe ich noch mit Kabelbindern entsprechend schön den Kabelstrang mit dem PTFE-Schlauch entsprechend verbunden, dass der nicht so wild darum wird, weil sonst kann es sein, dass er sich hier oben irgendwo verkantet und levelt er nicht richtig. Das ist natürlich auch scheiße. Oder kann ich in die entsprechende Ausgangsposition fahren, was sehr schlecht wäre. Und kommen tut er mit sowas hier. Das ist der Autobed-Level-Sensor. Das ist einfach nur ein Klickschalter. Der wird dann einfach per Magnet hier unten dran gemacht und hier eingesteckt. Und ja, jedes Mal vom Druck oder auch nach dem Leveln fordert er einen auf, okay, mach das Ding wieder ab. Hier abstöpseln ist ein bisschen nervig. Ja, aber funktioniert wie Bolle, komme ich gleich nochmal zu. Dann kommt hier noch so ein richtig schicker kleiner Mini-USB-Adapter für eine Micro-SD-Karte mit dazu und die Micro-SD-Karte kommt einfach hier oben rein. Und wenn die Micro-SD-Karte drin ist, kriege ich sogar den Deckel hier wieder zu. Das heißt also, ich habe hier ein richtig schönes, kompaktes Package, was ich mir an den Schlüsselbund packen kann, wo ich jederzeit eine kleine Micro-SD-Karte für den Drucker dabei habe. Ist sehr portabel, muss ich sagen. Habe ich jetzt noch nicht wirklich die Nöte dazu gehabt, aber vielleicht unterwegs, wenn ich mal irgendwie Fotos mache oder Videos mache, geile Idee. Muss ich echt sagen. Gut, dann kommen wir mal zur Druckqualität. Das ist so der erste Punkt, wo ich sage, geil. Ja, also der Drucker kostet 260 Euro, so viel greife ich vorweg. Und für diese 260 Euro bekommt man echt eine geile Druckqualität geliefert. Also ich muss sagen, Chapeau. Also ich habe hier so ein Teil gedruckt. Wer weiß, was das da für ein Teil ist, wer weiß, was das da für eine Plattform ist, sagt, schreibt es unten in die Kommentare. Und der Erste, der es richtig reinschreibt, kriegt von mir einen 10% Gutschein für T-Shirts im Make-O-Rama Shop. Die Druckqualität, muss ich echt sagen, lässt bei mir jetzt nicht wirklich viel zu wünschen übrig. Auch hier, ich habe mal zwei Ohren gedruckt.
Und das hier, das Weiße, ist mit dem Q5 gedruckt und das Schwarze ist mit dem Ender 3 V2 gedruckt. Und ich habe das Gefühl, als ob der Q5 einen kleinen Ticken besser ist von der Qualität. Einfach von der Schärfe her, von den Details her, ist er nochmal ein kleines Stück besser. Und das, obwohl der hier nochmal ein gutes Stück schneller druckt. Ja, aber ich habe den hier so beim Drucken ungefähr aufs Doppelte gestellt von dem hier und die Qualität ist trotzdem genial, bombastisch. Ja, ist halt ein Delta-Drucker, der kann es halt, bleibt nichts zu wünschen übrig erstmal. Dann habe ich mir noch so ein Teil hier vom Mandalorianer gedruckt, vom Helm des Mandalorianer. Da sind jetzt zwar ein paar Kratzer drauf, aber das ist vom Stringing, die habe ich jetzt mit dem Messer gemacht, einfach um das ein bisschen zu glätten. Da kommt eh noch Spachtel und alles drauf. Qualität ist einfach Bombe von den Layern, ja, muss ich sagen. Also gibt es nicht viel dran auszusetzen, so ein paar Kleinigkeiten vielleicht noch, ja. Aber das sind Kleinigkeiten, die jeder Drucker in dem Preissegment hat, brauche ich euch nichts sagen. Ist für die für das Preissegment ist es echt der Knaller. Ja, dann entfernen wir hier mal den Mekobot. Ne, da den Rotz auch mal noch runter machen. Ja, okay. Support up. Da hinten ist auch noch Support dran, den kriege ich jetzt nicht ab. Und dann schauen wir uns mal den kleinen da an. Ich habe ja schon ein paar gedruckt, das wisst ihr ja. Und ich muss sagen, im Vergleich zu anderen, das ist jetzt nochmal mit dem Ethan PLA Plus in Cold White gedruckt. Also die optimale Lithophane Farbe. Ja, für alle, die es nicht wissen. Muss ich echt sagen, das ist geil. Stimmt, Lithophane werde ich am Wochenende mal mit dem Drucker drucken. Das ist bestimmt eine gute Idee. Ja. Aber da ist auch nichts zu wünschen übrig. Sieht auch bombastisch aus. Hat so eine leichte Orangenhaut in der Textur drin. Weiß ich jetzt nicht, woher die kommt. Den habe ich jetzt auch nochmal so auf 180-200%, also irgendwas um die 120 gestellt. Druckt auch bombastisch. Ja? Von oben bis unten durch. Sieht super auswendig. Kann sich sehen lassen. Muss natürlich noch ein bisschen nachgearbeitet werden, weil das Support runter muss und so ein paar kleine, naja, ein paar kleinere Stellen, wo ich sage, okay, da hat noch die Nozzle noch ein bisschen rausgeust. Das ist jetzt aber auch vertretbar, ja. Das ist jetzt nicht so bahnbrechend schlimm. Kann man machen, ja. Geht auf jeden Fall. Ja, was ist denn, wie groß ist denn der Druckraum? Der Druck- bzw. Bauraum bei dem Drucker, und da schnappe ich mal hier rüber, da habe ich mal einen Meter, der ist nämlich 210, angegeben mit 200 vom Hersteller her, weil natürlich noch ein kleiner Rand drumherum ist, mal 200. Ja, also man muss natürlich rechnen, der hat nicht die ganze Höhe hier zur Verfügung, sondern nur so weit, wie die Nozzle halt reicht, weil die Arme müssen ja auch noch irgendwo hin. Das bedeutet, wir haben zwar eine ziemlich hohe Bauweise, aber halt gecubed quasi 200 zur Verfügung. Beziehungsweise hier unten ist eine runde Fläche, wie bei Delta-Druckern üblich. Von daher haben wir da eine 200 mal 200. Ja, okay, aber für den Preis muss ich echt sagen, der ist günstiger als der Mini und hat einen größeren Bauraum. Kannst du echt nicht sagen, ja. Der Preis, wie gesagt, liegt bei 260 Euro. Also nochmal, naja, 80, 90 Euro günstiger, je nachdem, wann ihr den Mini schnappen könnt. Nochmal ein bisschen günstiger. Ist genial. Ja, ich packe euch den Link zu Amazon unten in die Videobeschreibung rein. Könnt ihr euch den selbst mal angucken. Ist, denke ich mal, eine coole Alternative zum Mini oder sonst was. Ist auch von der Bauweise her sehr kompakt, muss ich sagen. Wir können aber gerade mal messen, wie groß der ist. Und zwar 56 mm ohne Filamenthalter oben drauf. Das heißt, wenn ihr den nicht oben drauf packen wollt, seid ihr bei 56 mm. Und mit Filamenthalter, oder so, da sind wir bei 77, 78 mm in der Höhe. Und in der Breite sind wir bei 30 mal 30 mal 30, beziehungsweise halt ein Dreieck. Genau. Ist also recht kompakt von der Bauweise her, muss ich echt sagen. Die Bedienbarkeit von dem Drucker lässt auch nicht viel zu wünschen übrig. Also ist ein englisches Menü, ja. Das heißt also Speed, Print und Co. findet man im Menü oder Tools, statt Einstellungen oder so. Aber ist echt einfach. Man wird auch beim Auto-Leveln durch das Menü durchgeführt. Das heißt, er sagt erst Auto-Leveln, dann fährt er runter, fährt hier so ein paar Punkte ab, mehrfach. Dann sagt er, okay, entferne jetzt bitte den Sensor und fahr dann runter entsprechend auf eine Ausgangsposition. Und ab da kann man dann nochmal, wie heißt es, in 0,05 mm Schritten oder 0,1 mm Schritten den Drucker hoch oder runter fahren, den Druckkopf.
Und dann muss man natürlich mit dem Blatt Papier gucken, kratzt die Düse schon an dem Blatt Papier oder nicht. Ja, kann man machen. Das, wie man sieht, es hält auch. Ja. Ich würde mir wünschen, dass man vielleicht noch ein paar, naja, feinere Stufen zum Einstellen hat. Weil ich habe schon ab und zu das Problem gehabt jetzt bei dem einen oder anderen Druck, gerade hier das Teil halt entsprechend, als ich da eine Folie drauf hatte, die habe ich nicht mehr abgekriegt. Ja? Das Druckteil habe ich nicht mehr abgekriegt, weil der so press auf dem Bett war. Das war aber auch dann die einzigste Option. Das andere war dann schon wieder 0,05 hoch. Da war er schon wieder zu weit weg. Da hätte es wahrscheinlich bei so einem großen Bauteil gar nicht gehalten und hätte an den Ecken geworbt. Da würde ich mir so ein bisschen, naja, noch so Zwischenstufen wünschen, dass man das besser einstellen kann. Auto-Leveling, ja, wie gesagt, ist halt ein klein bisschen ein Pain in the Butt, weil man jedes Mal entsprechend diesen Sensor dran packen muss. Und wenn man wie ich so doof ist und den Sensor dran packt, wenn die Nozzle noch nicht richtig abgekühlt ist, dann hat man hier hinten direkt eine Brandmarke auf dem Sensor drauf. Schadet dem zwar jetzt beim ersten Mal nicht, aber sollte man nicht öfter machen, weil ansonsten geht er natürlich kaputt. Genau. Das Zusammenbauen war auch relativ einfach. Man hat einfach die Achsen erstmal dran gepackt hier unten. Die schraubt man einfach so von hier oben fest, packt den Deckel oben drauf, kann die dann auch festschrauben, montiert dann hier diese Arme. Und das ist auch gleich so einer der ersten Kritikpunkte. Da ist ein wenig Loctite dran. Zumindest sieht es so aus. Da ist so eine blaue Paste irgendwie drauf oder so in Richtung. Ich habe gedacht, okay, cool, die haben dann alles gedacht. Habe es reingeschraubt, habe den ersten Druck angeschmissen und direkt beim ersten Druck sind mir direkt ein, zwei Arme abgeflogen. Nicht, weil ich die nicht fest genug angeschraubt habe, ja. Aber das Loctite hat anscheinend nicht gehalten und da er dann noch ein bisschen hin und her gewickelt hat, ja. Das musste ich dann im Nachgang nochmal ein bisschen selber mit Loctite, habe ich nochmal alle Schrauben nach und nach los, habe nochmal Loctite drauf, festgezogen und seitdem druckt er echt wie blöd und auch vor allen Dingen schnell wie sonst keiner, muss ich echt sagen. Genau. Zum Thema Lautstärke. Ihr hört ja jetzt gerade, er steht neben mir, er ist aktiviert, er ist eingeschaltet. Die Lüfter sind ein bisschen laut. Die könnten vielleicht noch ein Ticken leiser sein. Da könnte man vielleicht noch mal gucken, dass man da noch mal ein paar Lüfter einbaut, die nicht ganz so laut sind. Beim Drucken auch habe ich das Gefühl, dass hier oben irgendwo was rappelt, was so ein metallisches Krächzen oder so verursacht ab und zu, je nachdem, wie er halt fährt. Das hört sich auch nicht ganz toll an, ist aber jetzt auch nicht so weltbewegend, weil wenn da drüben steht, ist mir egal. Könnte man aber auch dran denken, vielleicht hier oben irgendwie eine Dämmung oder sowas noch einzubauen. Keine Ahnung, wo jetzt genau. Oder hier zwischen noch so ein Puffer oder irgendwas in Richtung, so eine Dichtung, dass das Ganze ein bisschen entkoppelt ist und hier oben keine Vibrationen großartig verursacht, würde dem Ganzen, glaube ich, gut tun. Genau. Was ich jetzt zu bemängeln habe als nächstes noch, ist die Displaygröße. Und ich zeige euch mal gleich, was ich damit meine. Ich gehe jetzt hier einfach mal auf Print und dann haben wir hier jetzt die ganzen Dateien. Zum einen sind auf dem Drucker immer wieder irgendwie, auch wenn ich jetzt nur zwei Ordner drauf habe auf der SD-Karte, immer wieder diese Punktordner drauf. Das sind diese versteckten Ordner, die werden irgendwie angezeigt. Keine Ahnung warum. Die sollten im Betriebssystem, also auf Mac, Windows und Linux, die filtern die automatisch weg. Sollten eigentlich gar nicht dargestellt werden. Hier werden sie halt dargestellt. Ist ein bisschen, naja, ein bisschen kontraproduktiv, weil wenn man dann mehrere Ordner drauf hat und hier so viele Punktdateien dazwischen sind, so Punktordner dazwischen sind, versteckte Dateien, dann sucht man sich wirklich trunken und dämlich. Ja? Das ist dann, naja, das ist auch dann schon gleich der nächste Punkt, wenn ich jetzt hier reingehe und gucke, da steht jetzt, also das Display ist eigentlich an sich groß genug, um das alles darzustellen. Aber wenn ich jetzt hier drauf tippe und die Datei auswähle, dann erst sehe ich halt wirklich, wie die Datei heißt. Und da das halt so komisch dargestellt wird auf dem kleinen Display, sieht man nicht den Dateinamen. Fängt jetzt der Dateiname mit irgendeiner Kombination an, die jede Datei erstmal hat von so einem Objekt wie so einem Helm oder so einer Figur hier entsprechend, dann blickt man erstmal nicht durch, welche Datei, welche die richtige ist. Ja, das habe ich beim Ender 3V2 drüben nicht so sehr, weil der halt schön über die ganze Breite halt das Ganze darstellt und dann auch noch wie beim Prusser irgendwann anfängt, das Ganze durchzuscrollen. Das heißt also, ich sehe dann auch, wenn ich so auf die einzelnen Positionen gehe, welche Datei welche ist. Das habe ich hier nicht. Ich breche mal hier den Druck ab, nicht, dass er jetzt gleich losdruckt. Genau. Das Auto-Leveling habe ich ja schon erwähnt. Ist so ein bisschen Pain in the Butt. Macht nicht wirklich Spaß, aber macht man normalerweise einmal, wenn er irgendwo steht, wo er hingehört. Und dann nochmal alle paar Tage, paar Wochen oder so in Richtung, je nachdem, wie heftig ihr damit druckt. Und von daher sehe ich das jetzt als so schlimmen Punkt an. Ja? Ist halt, ja, was ich eher kritisch ansehe, sind halt, dass die Arme abgefallen sind. Also das finde ich schon ein bisschen bedenklich. Dann lieber
gucken, dass man gar keinen Loctite macht und einfach so eine kleine Tube Loctite dabei packt, damit es wirklich hält. Aber das fand ich jetzt halt, naja, sehr fragwürdig, genau. Alles in allem würde ich aber sagen, wenn ich nochmal vor der Wahl stehen würde, würde ich mir den definitiv nochmal kaufen. Und abschließend blende ich euch nochmal von diesen hübschen Objekten hier ein paar schöne B-Roll-Szenen ein. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr euch so einen kaufen würdet oder ob ihr schon einen habt oder ob ihr einen anderen Delta-Drucker habt und welchen Drucker ihr euch als nächstes kaufen würdet. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Wir sehen uns am Dienstag wieder, da gibt es ein ganz normales Feature-Video. Und am Freitag gibt es wieder einen Stream auf Twitch, in ganz normaler, regulärer Reihenfolge. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und der Makorama Family beitretet. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, bleibt gesund, happy printing!